Der ist irgendwo. Oh, ich habe nicht mehr mitbekommen, dass ich mich gemutet habe. Grüne Wolle hast du gesagt, ist das. Grüne Wolle und grüner Beton. Grüne Wolle und grüner Beton, beides mit Kaktusgrün gefärbt. Welches davon ist welches? Das ist nämlich einmal 1x9 und 1x8. Das ist. Das oben ist grüner Beton, das unten ist grüne Wolle. Macht Sinn. Also 8 Wolle. Das kriegen wir hin. Kaktus. Kaktus brauche ich dafür. Okay, dann gehe ich mal in die Wüste. Ja. Wie gesagt, wir haben übrigens keine Dschungelbäume mehr. Sind die Saplings nicht genug mehr rausgekommen? Naja, sind nicht genug rausgekommen. Aber brauchen wir auch nicht, ich wollte ja eh nur hier hinten. Kakaofarm. Ganz genau. Moni, ich habe was für dich. Ja, bitte. Ja. Hm? Kriegst einen Keks. Cool, ich brauche eh gerade Abteilung. Das bringt wirklich gar nichts. Aber ein Keks bringt wirklich gar nichts. Das ist so viel wie eine Melone. Also ich brauche jetzt Sand für Sandstein und Sand und Kaktusgrün. Ich finde es immer noch schön, dass ich Minecraft einhändig spielen kann. Echt? Wie das denn? Ich habe eine 18-Tasten-Maus und mir einfach die kompletten Tasten, die ich für Minecraft brauche, auf die Seite gelegt. Wow. Sehr schön. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, doch schon. Jetzt ist bloß die Challenge, so eine Maus nochmal andersrum zu bauen, weil die gibt's nicht für Linkshänder. Und dann mit zwei Händen getrennt zwei verschiedene Minecraft-Instanzen spielen. Sehr schön. In welcher Richtung liegt die Wüste? Sumpf. Ja, irgendwo in die Richtung war das. In Richtung Sumpf und dann einfach geradeaus durch. Okay. Ja, genau in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Nicht genau, aber ein bisschen. Was ist eigentlich so der dunkelste Stein, den man im Minecraft finden kann? Obsidian ist ziemlich dolle schwarz. Außer Obsidian. Obsidian Stein, ist. Meine ich. Schwarzer Beton? Vermutlich. Du kannst mit schwarzem Beton jedenfalls wunderschön Bullshit machen. Und in Kombination mit Karten. Mhm. Ich kann's mir vorstellen. Wobei das in Weiß sogar noch besser funktioniert. Apropos Karten, weißer Beton, eine komplette Fläche einer Karte damit voll machen. Mhm. Damit man eine komplett weiße Karte hat. Und dann macht man einen Raum aus Glowstone. Sorry, Nama. Hängt die gesamten Wände voll nur mit dieser Karte und du hast einen kompletten Whiteout-Room. Die spawnen gar keine Fleisch. Dann kannst du Leute durch die Decke reindroppen lassen und die verlieren sofort komplett die Orientierung. Du siehst nicht, wie groß der Raum ist. Du siehst nicht, wo die Enden vom Raum sind. Du siehst nicht, wo der Raum anfängt. Okay, das ist cool. Ich hoffe einfach mal, dass du nicht vorhast, das zu machen. Natürlich, jetzt wird's wieder nachts. Faul. Kannst du mal Tag werden lassen? Ich bin nachts in der Wüste, das ist keine gute Idee. Kannst du mal Tag Na gut. Andere müssen schlafen, er fragt einfach. Ein Gott des Himmels. Gott des Tages. Hämmer mich so. Na gut, technisch gesehen, im Moment ist er hier Gott. Also. Ja. Stimmt schon. Gott, war gut. Ein kleines Gebet zum Gott. Wo mache ich mir oben hier die Bambusfarm hin? Hier ist das. Das sind die Kakaobohnen, die schon wieder fertig sind. Ich würde sagen, einfach.
Ich werde jetzt mal nicht anregen, dass wir mal jetzt zukünftig immer das alles als Gebet aussprechen. Kannst du, wenn du willst. Oh, ehrwürdiger Prof im Voice-Chat. Geilig werde dein Name. Ja deine Tagwertung geschehe. So wie auf dem Server, so auch auf Erden. Wäre ein gutes Roleplay. So, Kakaobohnen haben wir auf jeden Fall unbegrenzt jetzt. Auch noch ein Fass cool, dafür. Cool. Das war Stein, das hier war Holz. Okay, ich weiß nicht, wo ich hier hingeraten bin. Jetzt was. Am Kakteen gibt's hier nicht, Kaktussen. Oh, ein na, ich guck mal rein. Kannst du mal gucken, wie weit ich von der Wüste weg bin? Slash TP. Ich brauch jetzt mal Sand. Serikus nach Zwergenfurstutzke. Du bist... am Sand in suchen. Einer sehr, sehr großen Grünfläche. Und wo ist die sehr, Wüste? Sehr grün und nicht sehr Wüste ist. Und wo muss ich hin, um in die Wüste zu kommen? Ich gucke mal. Ich hab bloß nicht so ganz die Orientierung hier. Wie es ausschaut, bin ich sehr weit weg. Von der Wüste. Ich fliege gerade einfach nur im Kreis, immer größer werdenden Spiralen um dich außen rum und bisher okay. Sehe ich nur Birken. Kennt man. Da ist der Sumpf. Da sind Berge. Ich meine mich zu erinnern, hier irgendwo Wüste gesehen zu haben, aber wo? Oh, hier. Ja, hab sie. Interessant. Geh einfach wieder zurück und schippe einfach mal hinter meinem Haus quer über den Ozean. Okay, da brauch ich ein Boot für. Hab ich, glaube ich. Okay, ich brauch 16. Soll ich dich erstmal wieder zu dir nach Hause setzen? Ja, kannst du machen. Sleeshteppers wergen furcht ischerik üs. Okay, und hinter dem Haus dann mit dem Boot über den Ozean. Genau, einfach, wenn ich hier so gucke, geradeaus. Ein Boot ist hier. Lade. Ja. Tick nach rechts. So über den Ozean und dann nach rechts. Geradeaus und Ticken nach rechts. Über den größtenteils geradeaus mit einem leichten Drall nach rechts. Kannst dich im Endeffekt okay. An der Küste lang arbeiten, dann kommst du so oder so an der Wüste vorbei. Das kriege ich, glaube ich, hin. Obwohl, ja doch, nee, so halbwegs, ja doch, nee. Geradeaus reicht eigentlich. Oh, du hast einen hübschen Ozean hinter deinem Haus. Ist mir noch nie aufgefallen. Das ist auch im Endeffekt ja hinter deinem Haus. Dein zukünftigen. Okay, geradeaus. Da sehe ich Pilze. Pilze sind gut. Oh, Delfin. Delfine sind auch gut. Heute zum Abend gibt es Delfinfleisch. Shitstorm. Lecker. Shitstorm incoming. Soll nussig sein. Wie war das mit Delfin-Baby-Essen? Da gab es doch jemanden, gab's der Inscope hieß. Ja. Inscope war es, ja. Aber er hat ja nicht mal ein richtiges Delfin-Baby gegessen. Er hat nur. Es sah so super so echt aus, aber. Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Das einzige, wie ich über Influencer erfahre, ist über einen Lästerschwestern-Podcast. Ach, du auch. Was bringt ein Delfin hier in Minecraft? Jetzt gerade einfach geradeaus, dann bist du bei der Wüste. Oh, ich kann drei Fässer. Ja, ich sehe sie schon, die Wüste. Dann packe ich mir einmal hier das Bambusfass hin. Und angekommen. Ja, dann kann ich beides dann reinpacken. Wo brauche ich noch ein Fass? Stresse hier in dieser Wüste. Sonst außer Kakteen. Die anderen Fässer. Mal drüber. Ich brauche ja nur Kakteen. Ja. Und Sand.
Ich glaube nicht, dass du in der Wüste Sand findest. Der soll sehr selten sein. Oh, hier ist ein Dorf. Ja, glaube ich auch. Ein Wüstendorf. Ja. Das Wüstendorf, ich glaube, das ist leer gelootet. Das mit der Wüste hinter dem Ozean? Ja. Ein Hasen. Sind da Häuser auf dem Berg? Das sind... Ja, doch, ja. Das ist leer. Okay, mein Schwert ist gerade an dem Hasen zerbrochen. Wow. Wann habe ich meine Facecam ausgemacht? Das ist mal ein harter Hase. Oh, die kriegt man nicht. Der Hase. Prof ist zum Franzosen geworden. Schon wieder? Le Prof. So ein harter Hase. Ist ein Le Prof. Mon Baguette et très fromage. Oui. Wie viel... Okay, ja, ich will... 9 plus 8. Sebastian, wenn ich richtig gerechnet habe. Oui. Also brauche ich 17 Kaktusse. Kannst du direkt ein bisschen Sand mitnehmen, um ihn dann auch anzubauen. Ach, kriege ich doch am Ufer. Ja. Und ich brauche die Kakteen ja nur zum, die Kaktussen nur zum Färben. Ja. Und mein Spitzhacke ist kaputt. Die ist auch nicht unbedingt das richtige Werkzeug für Kakteen. Weil Kakteen haben kein Werkzeug, das du dafür brauchst. Ja, ich habe jetzt herausgefunden, dass man das auch gut mit der Hand abbauen kann. Exakt. Ich hatte so ein bisschen von Kaktus und mit der Hand abbauen, das war logischerweise ein bisschen... stimmt. Aus der Logik heraus habe ich erstmal die Spitzhacke genommen. Ja, du hast da schon recht. Irgendwie sagt die Intention dann doch irgendwie so... die Intuition sagt dann doch so, nee, danke. Ja, eigentlich nicht mit der Hand. Ich glaube, bei mir wird mal wieder Zeit für Terraforming. Ich trage den Berg mal weiter ab. Wenn mich die Lust packt zu Terraformen, hebe ich meinen Keller weiter aus. Oha. So wieder zurück. Ist ja nur 5 Blöcke tief. Ah ja. Okay, aber dafür 30 im Durchmesser. Ich hoffe, ich schwimme jetzt in die richtige Richtung wieder zurück zum Dorf. Wahrscheinlich nicht, wenn du schon so fragst. Ich komme dir einfach mal entgegen, gucke, ob du in die richtige Richtung schwimmst. Kann ja eigentlich nur richtig sein. Doch, tut er. Er schwimmt in die richtige Richtung. Überraschend. Ist eine recht geradlinige Route. Ja, kann man nicht verfehlen. Oh, da ist der Delfin wieder. Mich regt's immer noch auf, dass ich an den fucking Pilzen vorbeigelaufen bin im Endeffekt. Kann man die Delfine irgendwie fangen und die mit nach Hause nehmen, oder? Theoretisch geht das. Ja, schön, möglich ist vieles. Aber ich wüsste nicht, was man bringt. Ja. Nimmst einen Delfin bei sich im Aquarium. Schwimmen schneller, aber sonst. Ja gut, und die sind halt lustig. Du kannst halt bei dir... manchmal mit deinen Items, wenn du sie fallen lässt. Okay. Ich habe einen Sand. Du hast einen Sand. Wow. Nimm einen Sand. Okay, sie spielen nicht damit. Doch. Du musst halt droppen. Ja, die haben's gerade. Ich glaube, die sind gerade hinterher geschwommen. Ah doch, die spielen mit dem Sand. Sieht ja hübsch aus. Playlist ist übrigens wieder aus. Meine nicht. Die spielen tatsächlich mit dem Stück Sand. Ist ja herrlich. Normalerweise werfen sie sich das sogar gegenseitig zu und sowas. Du bist ein bisschen früh vom Boot abgestiegen, aber egal. Ach egal. Ich sehe doch da schnell aus hier. Eigentlich könnt ihr irgendwann nochmal einen Hafen bauen. Ja, hier hinter deinem Haus, da kann man einen guten Hafen bauen. Du baust einen Hafen und ich mach währenddessen einfach alles auf dem Berg. Nochmal. Ich meine, ich hab schon eine ordentliche Fläche hier. Und ich weiß, dass wir noch ein paar Meter haben. Irgendwann ist der Berg einfach weg. Das ist der Plan, der soll eine Ebene werden. Tafelberg. Ganz sehr genau. Jämmerlicher Tafelberg. Ganz genau, und oben drauf einfach nur Häuser. Ja. Im Grunde spiele ich die Menschheit nach.
So, was mache ich jetzt mit den Kaktussen? Muss die noch irgendwie verarbeiten, bevor ich das färben kann, oder? Ein paar aufbewahren für später und ansonsten in den Ofen kloppen. Ach so, in den Ofen kloppen. Ich kann nicht mehr sprinten, weil ich zu hungrig bin. Ja, das kenne ich. Vor allem aus dem Sportunterricht. Ich ja eigentlich noch so. Sonst. Machen wir es erstmal so. Erstmal alles in den Ofen. Wo ist nämlich mein Leben? Da, jetzt habe ich 27. Dein Leben oder dein Leben? 27 Ziegel mein habe ich jetzt. Grüner Farbstoff, sehr schön. Ich habe 27 Farbstoff. Ziegel, 27 Ziegel. Da muss ich auch noch diesen ganzen Ziegelkrams bauen. So viel grüner. Du meinst, wenn die Arbeitswut mich 8 Wolle. Dann setze ich mich ganz still in eine Ecke und warte, bis der Anfall vorbei ist. Aha, interessant. 8 weiße Wolle. Grüne Wolle. 1, 2, 3, 4. Sieben, acht. So, da haben wir die Wolle fertig. Jetzt brauche ich nochmal einen neuen Farbstoff für den Beton. Wie mache ich Beton? Das hat mir doch gesagt, Sand und Kies. Oha, Kies. Das habe ich ja. Habe ich doch aus der Höhle mitgebracht. Kies. Endlich ist Kies mal nützlich. Mhm. Hooray. Sand und Kies. Sand habe ich, glaube ich, in der Kiste. 30 Sand. Und Kies. Okay, so nicht. Knochenblock. Sandstein. Beton. Hellblauer Trockenbeton. Ja. Ich brauche jetzt grünen Beton. Hellgrüner Trockenbeton oder welche Farbe ist das? Oh. Da brauche ich weißer Farbstoff. Ach, da brauche ich Farbstoff. Ich bin unsicher, aber ich glaube, ich habe mich in irgendjemand das Mine vorgebaut. Kies, Kies. Sand, Sand, Sand. Oh. Ah, okay. Ja. Der Farbstoff ist ja hier. Ich erkunde gerade. Ah, hier bin ich. Ich bin am Brunnen. Wow. Dann war das meine Mine. Ja, das war deine Mine, von der ich die ich von oben durchgebrochen bin. Okay, wie war nochmal das Rezept? Verdammt. Zweifelsfall Minecraft Wiki. Ich hatte es doch hier gerade schon. Orange Wolle, Trockenbeton. Um 2, Mitte 2 und der Rest mit 3. Okay, verstehe. So, 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 so.
Und da ist mit Kies. Und da der Farbstoff rein. Damit ist 8 grüner Trockenbeton. Genau das, was ich brauche. Den neuen brauche ich, oder? So, so, so. Und so, 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 so. Beton. Okay, dann haben wir das. Kohle wieder verstauen. Wie lange mache ich das denn? Oh nein. Ich würde sagen, vorerst bis hier. Entsprechend nochmal dasselbe von hier. Grüner Farbstoff. So, 8 grüne Wolle und 9 grüner Beton habe ich jetzt. Sehr schön. Ich wollte was essen. Und ich habe einen Zombie, der mich getötet hat. Das klingt gut. Wir sehen es. Ja. Ich habe ja nichts Wichtiges dabei gehabt, nur mal ein paar Spitzhacken. Das klingt verdammt nach Minecraft-Musik, die bei mir in der Playlist gerade läuft. Ah ja. Schön. Bum, bum, oh. Bum, bum. Du hast übrigens einen Zombie in der Mine. Nicht nur einen. Ja, aber einen, den ich dir gerade da reingeprügelt habe. Och, das war vorhin verseucht von Zombies. Auch und von Spinnen und von Creepers. Nee, bevor ich es ausgeleuchtet habe. Ah ja. Übrigens finde ich es lustig, dass deine Mine genau unter meinem Grundstück verläuft. Ja, auch unter meinem. Ja, aber überwiegend unter meinem. Ja. Unter meinem verläuft sie nicht. Habe ich mir nicht ausgesucht. Ja, doch hast du. Du hast dich für den Weg entschieden. Dann heul doch. Nee. Jetzt nicht, erst später. Erst wenn die Kamera aus ist. Oh. Dann rede ich später. Ach du Scheiße, der Berg ist echt hoch. So. Ja, hauen wir einfach mal. Da muss der neuen. Der Beton drin. Einmal durch hier. Hey, und da kommt das hin. Ja, das sollte erstmal reichen. Das ist so, unten ist dann voll bis auf die Hexenwerkzeug, die Bücherregale. Bücherregale mache ich dann später. Oder kann ich die jetzt schon machen? Dann brauche ich noch ein Ziegel. Hast du überhaupt genug Bücher? Ne, ich habe noch nicht ein Buch. Hast du überhaupt Zuckerrohr? Findet sich am Fluss. So, jetzt brauche ich 4 Steinknöpfe, ein Lagerfeuer und Ziegelzeugs. Hast du echt irgendwie kein Glück, Mordi? Nein, ich habe kein Glück. Ich habe nie Glück bei sowas. Okay, Lagerfeuer, wie macht man sowas? Im Lager und im Feuer. Du brauchst Kohle, du brauchst Baumstämme und du brauchst Holz. Baumstämme. Ach so. Beziehungsweise nicht Holz, sondern du brauchst Stöcke. Macht Sinn. Dass man Holz für ein Lagerfeuer braucht. Ich mach meine ja prinzipiell immer aus Stein. Vielleicht funktionieren sie deshalb nicht so gut. So, jetzt mach ich erstmal Sandstein. Ich brauche 16 Sandstein. Ich frag gar nicht erst nur zu. Fürs Haus. Weißt du, wie du Sandstein machst? Ja, brennen. Nein.
Doch. Sandstein machst du mit viermal Sand. Wenn du Sand Okay. brennst, kriegst du Glas. Stimmt. Deshalb frage ich. Oder du holst ihn einfach direkt aus der Wüste. Sandstein. Geht auch. Dann Ist doch war das Sandstein, nicht oder, der erste Prof? Mal. Ja, sieht aus wie Sandstein. Und 16 Sand und 16 Sandstein. Ich muss sowieso gleich nochmal Sand holen. Hast du nicht ein ganzes Inventar voll mit Sand? Ja, das habe ich irgendwo für aufgebraucht. Ach ja, für den Für die eine Farbstoff. Glasscheibe. Nee, für den grünen Beton musste ich gerade, für Beton brauchst du gerade sehr Ah viel ja, stimmt. Sand verbrauchen. Beton brauche ich dann auch noch und ich brauche noch viel schwarzen Farbstoff. So, 5 Sandstein habe ich schon. Die Kiste ist voll. Du darfst nicht flüstern, das hören wir nicht. Bei mir läuft Musik im Hintergrund. Das hält mich nicht davon auf. Wenn du flüsterst, hören wir dich nicht. Das ist mir egal. Apropos, hast du eigentlich überhaupt Zuschauer im Stream gerade? Einen und der bin ich selbst. Ah ja. Das hätte mich nicht gewundert, wenn du seit Stunden einfach nicht drauf geguckt hättest. Habe ich. Naja, nicht direkt drauf gucken, aber ab und zu hat man es ja so im Augenwinkel, ab und zu guckt man mal rüber. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich reden muss, weil ich das hier auch noch irgendwie verarbeiten muss. Ich Kannst du schneid's ja danach dann. Ich schneid's kommentieren. ja dann, ich schneid's ja dann auch nachher noch in Parts, deswegen stört das ja nicht. Guckt vielleicht die Parts irgendwann jemand. Ja gut, bei mir Auch sehe ich das das ist nicht praktisch wirklich. stundenlang, immer. Auch das ist nicht wirklich garantiert. Bei meinen Let's Play Parts werden auch nicht geguckt, aber Minecraft, vielleicht bringt's Minecraft ja. Meine werden überraschend viel geguckt, tatsächlich. Also Also ich meine, Minecraft. ich habe auf dem Uncut-Kanal, ich glaube, 3 Abonnenten. Ich habe jetzt schon 10 Aufrufe vom ersten Part. Also Und einen Minecraft. Like, den ich bin. Also Minecraft Anno Staffel 1 hatte für damalige Verhältnisse einigermaßen, das war. Ja, was heißt damalige Verhältnisse? Für meine Verhältnisse. Ich finde schön, dass ein Song in der Playlist ziemlich stark nach dem Tanz hier von Harry Potter Teil 4 klingt. Nach dem Winterballett, weil Ist das er ist. vermutlich. Ist er nicht, aber. Das wäre aber Definitiv schon nicht, weil das lustig, weil erkenne ich. ich. Das wäre schon lustig, wenn ein Song einfach direkt immer weggeclaimt wird. Das heißt ja nur 98,9% Stream-Safe. Denn dieser ist es. Bisher wurde bei mir noch Das nichts ist. geclaimed. Keiner meiner Parts. Ja, bei mir auch nicht. Aber ist es ja definitiv, das würde ich auch erkennen. Es klingt ja nur ansatzweise so. Ja, du bist ja einer der größten Harry Potter-Fans überhaupt. Nö. Ein bisschen, ich find's toll, ich find's eine tolle Geschichte, aber Fan würde ich mich nicht nennen. Ich halt überhaupt nicht. Ich mag nicht mal die Geschichte. Hey, Prof. Schön, ich bewerf dich schon seit 2 Minuten dauernd mit Seeds. Und ich wundere mich, wo die herkommen. Ich stehe die ganze Zeit am Rand und werfe dir die dauernd ins Inventar. Ich wundere mich die ganze Zeit, da kommt ein Zieht angeschwommen. Okay. Ich hab mich schon gewundert, wie lange es wohl dauert, bis du mal wieder nach oben guckst. Und ich habe mir gedacht, okay, interessant, wusste ich nicht, Dann dass hier hast du einen Zieht komischen schwimmt. Glitch entdeckt. Ja. So, ich habe einen Sandblock abgebaut, kommt ein Seed. Ich habe einen Block abgebaut, kommt ein Seed. So, wusste ich nicht. Okay, interessant. Da wird schon wieder ein Inventar voller Stein. Ja, dafür mache ich gute Quadratmeter hier gerade. Na dann. Irgendwann wird dieser ganze Berg einfach eine dicke, fette Straße aus Erde haben. Nein, 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 nicht brennen. Doofkopf. Ist hier gerade was abgebrannt? Ne, ich habe gerade den Sand gebrannt, den ich, den ich zu Sandstein Wieso machen brennst will. du Sand? Weil ich nicht nachgedacht habe. Mhm.
Ich will Sandstein draus machen. Also brenne ich Sand zu Glas. Und das Glas benutze ich, um Sandstein zu machen. Natürlich. Was ist schöner als Sandstein? Glasstein. Ja, genau so. Ich Sandstein, Baby Zombie, hurra! Bei mir? Ja. Oh. Wobei ich hab... Okay, das sind jetzt 13. Ich muss noch mehr Sand abbauen. Ja gut, ich habe auch nirgendwo ausgeleuchtet, also von daher. So ist das Leben.